Die Schützengesellschaft Ludwigshafen 1851 e.V. Hier wird nicht nur mit Gewehren und Pistolen geschossen, sondern auch ganz traditionell mit Pfeil und Bogen. Traditionell im wahrsten Sinne des Wortes. Denn diese Sportart nennt man auch traditionelles Bogenschießen. Traditionell bedeutet, dass man mit einer einfachen Ausrüstung schießt. Das heißt, der Bogen hat keine zusätzlichen Stabilisatoren, keine Wasserwaage, keine anderen Sachen. Man muss auch die Sehne mit den Fingern schießen. Und beim Langbogen muss man auch Holzpfeile schießen, darf also kein Aluminium oder Carbon schießen. Seit über 30.000 Jahren benutzen Menschen schon Bögen. Früher zum Jagen, später wurden sie auch in Kriegen verwendet. Heute ist Bogenschießen eine reine Sportart. Jagen darf man in Deutschland mit einem Bogen aber nicht. Jedenfalls darf man keine lebenden Tiere töten oder verletzen. Imitate aber schon. So lernt der Schütze auch schwierigste Ziele zu treffen und verbessert seine Technik. Man hat ja drei feste Punkte. Das ist einmal der Körper, der stabil stehen sollte. Dann hat man den Bogenarm, der sollte auch stabil stehen. Und der dritte feste Punkt ist dann nach dem Ausziehen, wo die Hand landet am Gesicht. Das ist der dritte feste Punkt. Und wenn man diese Präzision in der Ausführung trainiert und übt, dann kommt man zu einem präzisen Schussbild. Und dann lernt man auch über die Entfernungen schießen, weil das ist dann halt Erfahrung. Erfahrung ist ein gutes Stichwort. Viele Jahre Lernen, Verzagen und vielleicht auch Verzweifeln liegen zwischen einem Neuling und dem perfekten Schuss. Daher ist es nie falsch, schon ganz früh seine Ziele vor Augen zu sehen. Ich mag Bogenschießen lernen. Er hat noch einen langen Weg vor sich, wenn er genauso gut schießen möchte wie die Großen. Aber ist der Weg nicht das Ziel? Es ist ein Weg zu lernen, loszulassen. Und der Bogen erzählt einem viel über einem selbst, über falschen Ehrgeiz, Motivation und innere Stabilität. In Japan heißt das ja Kyudo, der Weg des Bogens. Ein Weg ist immer ein langer Weg. Ein Bogen trifft nicht immer dahin, wo er zielt. Das wusste schon Horaz, ein römischer Dichter und Satiriker. Doch auch beim Bogenschießen gilt, Übung macht den Meister.